drin, Alter. So, ich verlasse mal das Haus hier. Wie spät ist es denn jetzt? Okay, das sind immer 6 Stunden. Oh, Lieferschein. Offiziell des Epsilon Dingsbums. Es ist jetzt. Jetzt ist es gerade gekommen. Da, jetzt ist da. Okay. So, und jetzt muss ich 40 Mal schlafen, beziehungsweise 10 Mal, also 10 Tage müsste ich jetzt abwarten. Und dann geht's hier erst weiter. Krass. So, du hast die Roben 10 Tage lang getragen. Gut, haben wir das geschafft? Dann können wir... Oh, neuer Kontrakt, Chris. Kiflom, deine Roben... Nacktheit, spezielle Ignoranz. Wir haben deine Forschung mit großem Interesse verfolgt. Du sollst herbestellt werden. Du solltest herbestellt werden? Wo soll ich herbestellt werden? Warte mal, zeig mal her hier. Was steht da sonst noch? Achso, das ist Pyjama. SMS habe ich bekommen von dem. Du solltest herbestellt werden. Soll ich dem anrufen? Ist aber ganz schön dunkel draußen. Moment. Oh, guck mal. Hey Sonder, wir brauchen deine Hilfe. Hey Sonder, wir brauchen deine Hilfe bei der Beschaffung eines geweihten Gefährts. Begib dich zur Küste beim Militärstützpunkt. Ein weiterer Alkoholier wird dich dort treffen. Was? Okay. Dann gucken wir mal, wo wir dahin müssen. Ich guck mal. Ich kann ja schon mal in mein Auto einsteigen. So, ein. Also, wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Okay. Gut, dann gucken wir da mal hin. Und dann gucken wir mal, wer da was zu sagen hat und was zu sagen haben. Bin ich ja mal gespannt. Let's go. Junge, wo leiten die mich denn immer lang? Ich möchte da nicht lang fahren. Ich will außen rum. Ich möchte viel schneller. Einfach da hinten bis zur Küste fahren. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Aber das wird mir, denke ich mal, gleich der Kollege da verraten. Aber kann ich hier nicht runtergucken? Geht nicht, ne? Muss ich echt außen rumfahren? So was aber. Gut, dann gucken wir mal. Hier Flaum. So, hier geht's immer runter. Hier. Quer durch die Prärie. Zack, rum. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Vor allen Dingen, was ich hier tun soll. Hier ist ein Flugzeug. Ein blaues Kiflam-Flugzeug. Triff dich mit Tom. Hallo. Ah, Brother Zandar, I knew you'd come. I was told to come. Chris needs you to take this plane to initiate Boston. He awaits you in the east. Er wartet dich im Osten. Okay, detailed as ever. Truth must be revealed. Die Wahrheit muss allmählich erhöht werden, bist du fähig, sie zu verstehen. Steig in das Flugzeug. Okay. Ja, dann los. Ich gebe Gas. Ich habe Spaß. Ich muss nur gucken, dass ich da möglichst nicht über das Gelände fliege. Ich guck mal, wo ich überhaupt hin muss. Ach, da hinten. Sandy Shores muss ich. Auf nach Sandy Shores, da ist es geil. Oh, Jimmy wird angerufen. Mein ewiger Bruder, Bruder, hast du das geheime Flugzeug von deinem Bruder? Ja, ich bin in der top-secret Baby-Blue-Plane. Wo bin ich? Ich weiß es, und du wirst es. Schau, kannst du es für mich wissen, damit wir das Ding weiter bewegen können? Okay, aber das ist Entry-Level-Stuff, Bro. Sandy Shores Airfield, ich werde dich da treffen. Kiflom. 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 So.
Kipplaum. Warte mal, das ist hier doch irgendwo, ne? Da vorne. Da ist schon die Landebahn. Nicht, dass ich hier noch vorbeifliege. Ich als alter GTA-Guru. Alt und weise. Ja, so ist das. So, wir landen. Wir setzen zur Landung an. Okay, wo muss ich denn genau hin? Hier? Steig aus dem Flugzeug und geh zu Jimmy Boston. Ich gehe zu Jimmy Boston. Hallo Jimmy Boston. Was machst du denn da, Bro? Oder? Hallo. Kiflan, Bro. Kiflan. Got the money? Kiflan. Cool. And the plane? Kiflan. Nice. You're almost a thesis of truth, bro. Du bist fast eine These der Wahrheit. Du bist fast am Ziel. Time and effort, and then it's astroplanes and 37,000 places all at once. And the chicks. Oh. You know, Chris and I sometimes watch porn together in the nude. Okay. Just to get turned on by it. Ah. It's pretty awesome. Anyway, Kiflan, man. Laters. Kiflan. Oh. Kiflan. Chris says, if you're ready, there's a tree of truth. Erwarte dich. He'll arrange a map, but it's kind of expensive to reach this level of existence. It'll be quite a bit of money. Someone will mail you, bro. Mind if I take the plane? Kiflan. Kiflan, nimm das Flugzeug. Alles klar. So, der haut jetzt mit dem Flugzeug ab. Er kann einfach damit rumfliegen, oder was? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was der NPC macht. Oh, er schafft es wirklich. Er schafft es wirklich, Freunde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der ballert wieder irgendwo gegen. Ja, und ist dann kaputt. Aber er ist wirklich weg. Bestanden. Verbreite die Wahrheit. Sonder der Brücke. Gut, da hätte ich wahrscheinlich unter der Brücke durchfliegen müssen. Naja, egal. Guck mal, die Karre ist jetzt auch weg. Wo ist das Auto? Verdammt!